So, guten Morgen am Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass wir da live sind. Ich hoffe, wir haben Ton und alles. Ansonsten kommt wahrscheinlich gleich meine Frau hier wieder hochgestürmt. Wir werden uns heute mit dem Thema Schulter befassen, wie ich es ja schon angesprochen hatte, und zwar ein paar Übungen, um die Mobilität in der Schulter herzustellen. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Schulterthematiken tatsächlich sich aus meiner langjährigen Behandlungserfahrung über Mobilität sehr viel besser lösen lassen als über Kraft oder irgendwelche Außenrotatoren, Kräftigungsübungen und so ein Kram. Ihr braucht heute ein paar Utensilien, und zwar braucht ihr irgendein Gewicht, hatte ich ja im Vorfeld gesagt. Also das ist eigentlich fast zu leicht. Ich hoffe, ihr habt irgendwas Schweres für die Nackenübungen nachher. Wir brauchen unbedingt ein kleines Handtuch. Apropos, liebes Elbtrim, lieber Willi, falls ihr euch wundert, wo eure ganzen Handtücher hin sind, Handtuchservice ist was Schönes. Eine Matte wäre hilfreich, die hatte ich übrigens im Vorfeld nicht hin, geht aber auch zur Not ohne. Und wir brauchen wieder unseren Stab. Übrigens für mich, ich habe herausgefunden, dass ich dieses Ding vorne weg machen kann. Das heißt, heute mache ich mich nicht ganz so zum Affen. Das sind unsere Utensilien. Die brauchen wir für die ganzen Schulterübungen. Wir gehen also Stück für Stück ein bisschen durch. Wir gehen vom Großen zum Kleinen. Also was man wieder beachten muss bei so Schulterübungen, dass ich die Ketten mit einbaue. Also sprich, ich muss die ganzen Muskelketten öffnen, um in der Schulter eine Lösung zu haben. Wenn ich nämlich als Beispiel, ich zeige euch das gerade mal, so eine Schulterhaltung habe, dass meine Schultern hier nach vorne einrotiert sind, das könnt ihr auch selber mal probieren, dann kriege ich den Arm gar nicht hoch. Also es kann nie eine vernünftige Schulterfunktion stattfinden, wenn ich eben eine insgesamt schlechte nach vorne gezogene Haltung habe. Was haben wir typisch im Alltag? Diese Haltung nach vorne. Das heißt, wir müssen erstmal insgesamt öffnen. Und für dieses insgesamt Öffnen brauchen wir eben die Sofalehne, hatte ich ja auch mitgeschrieben. Und zwar machen wir da unsere Chest-Übung, die wir sonst normalerweise an den Geräten machen. Eben jetzt improvisiert am Sofa, bis wir wieder in die Studios können. So, wir starten auch mit den großen Sachen, und zwar beginnen wir mal mit der klassischen Übung für den Schultergürtel, nämlich eine Aufrichtung. Würde ich im Normalfall eher mit Bändern machen, die irgendwo an der Wand fest sind oder an der Sprossenwand fest sind, kann man aber mit diesem Stab sehr gut improvisieren. Also, erste Übung. Wir gehen einmal in den Schultergürtel rein. Ihr greift wieder relativ weit außen, dann habt ihr es ein bisschen leichter vom Schultergürtel. Und dann beginnen wir wirklich hier erstmal lokal die Brust zu öffnen. Ja? Also wir gehen jetzt hier in erster Linie mal in die Brustmuskulatur rein, gehen hier wieder 5 tiefe Atemzüge rein. Langsam lösen. Ich wurde übrigens schon von Leuten gefragt, ob es einen Grund gibt, dass ich immer durch den Mund atme und nicht durch die Nase. Ihr könnt sehr gerne durch die Nase arbeiten. Leider meine Kampfsportvergangenheit, meine Nase lässt es nicht zu. Das heißt, wenn ich durch die Nase mit euch atme, ersticke ich hier. Das heißt, atmet gerne durch die Nase ein, durch den Mund aus, durch den Mund ein, wie ihr wollt. Wichtig ist, dass wir tief atmen. Übrigens, diese Übung, die wir gerade gemacht haben, eine der einfachsten. Jetzt kommt es aber. Habt ihr ein Impingement oder eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter, dann ist diese Übung die intensivste oder die am ehesten eine Verschlechterung auslösen kann. Also alle anderen Übungen, die wir nachher machen, die sich deutlich intensiver anfühlen zum Teil, sind weniger stressig für die Schulter, wenn da eben schon Entzündung drin ist. Das heißt, die Übung machen, aber nicht bei einer akuten Entzündung. Ich muss irgendwann wieder aufrichten im Schultergürtel, aber alles zu seiner Zeit. Wir machen die gerade nochmal. Für den Schultergürtel, die, die jetzt nicht so fit sind, einfach nochmal genauso machen. Die, die ein bisschen fitter sind, wir gehen jetzt nochmal in die Komplettkette rein, um eben Bauchmuskeln, Zwerchfell und so weiter ein bisschen mit reinzubekommen. Weil, wie gesagt, habe ich zu viel Spannung im Oberbauch, habe ich zu viel Spannung im Zwerchfell, kann das immer auch in der Schulter landen. Das heißt, wir versuchen jetzt nach und nach mit den Übungen da reinzugehen. Wer das jetzt nicht schafft, nicht schlimm, weil hier mit der Hilfestellung von der Lehne kriegt es nachher jeder hin. Also, zweite Übung. Schön wieder hier rein, geht mit den Armen so weit nach hinten, wie es geht. Und was wir jetzt machen, ist eben in der Bewegung nochmal Hüfte nach vorne schieben, Oberkörper weit zurück. Ihr merkt schon von den Hebeln sehr intensiv und wir atmen fünfmal.
langsam lösen. Ihr habt bei mir das Zittern und Flattern gesehen. Sehr intensive Übung, sehr langer Hebel. Wirklich nur machen, wenn ihr fit seid. Gegenbewegung dazu, Knie ganz durchstrecken. Wir gehen einmal nach vorne. Wichtig wieder nicht mit den Händen auf dem Boden. Schön weit nach vorne greifen. Versucht wieder schön den Bauch reinzuatmen. Und immer wieder auch gerne versuchen, mit dem Ausatmen dieses Stückchen weiter reinzukommen. Gut, wir gehen Richtung Lehne. Wir könnten jetzt natürlich auch noch zwei, dreimal öfter die Übung machen, aber für den Einstieg fand ich das ganz gut. Wenn ihr eine Matte habt, legt euch die mal gerne so zum Bequemmachen vor die Kante. Wir richten uns das jetzt so ein, dass ihr quasi mit den Füßen hier so rechts und links so ein bisschen vorbeikommt im Idealfall. Und dann braucht ihr eben die Lehne zum Anlehnen. Wem das hier zu hart ist oder je nachdem, wie euer Sofa beschaffen ist, könnt ihr euch da auch noch ein bisschen Kissen drauflegen. Wichtig ist jetzt, dass wir schön dahin knien können und hier uns schön anlehnen können. Ich mache es euch einmal vor. Also ihr kniet euch vor euer Sofa hier. Na, Kamera hat es mit drauf. Dann Hüfte leicht nach vorne schieben. Auf der Ecke anlehnen, das ist unser Einstieg. Dann versucht ihr die Hüfte so weit es geht nach vorne zu schieben. Und dann können wir hier mit den Armen noch mit dazu und können dadurch diese komplette Öffnung Schultergürtel, Bauch, also wir entfernen Schambein und Brustbein maximal voneinander. Das heißt, wir kriegen diese ganze Kette vorne, Becken, Bauch, Brustkorb, Zwischenrippenräume, all diese Bereiche auf. Sehr, sehr schöne Übung, um den Brustkorb zu erweitern. Aber eben auch für mich eine ganz fundamentale Übung für die Schulter. Wir werden jetzt verschiedene Armpositionen durcharbeiten. Also V ist eher Brustmuskulatur. Dann gehen wir enger zusammen. Dann sind wir eher hier so Latissimus, Teres Minor Major. All diese Strukturen sind extrem wichtig, die geschmeidig zu halten für eine gesunde Schulter. Ihr werdet merken, vielleicht fällt euch die Position leichter, vielleicht die. Je nachdem, wo ihr eben eure Defizite so ein bisschen habt. Also Übung super einfach. Wir lehnen uns an. Wir schieben die Hüfte nach vorne, haben also hier schon mal die Länge. Kinn bleibt wieder hier auf der Brust, um eben den Nacken und alles mit reinzunehmen. Und dann geht ihr hier in V rein und wir atmen fünfmal tief durch. Versucht mal ganz bewusst hier den Oberbauch reinzuatmen. Ihr merkt dann zusätzlichen Zug auf den Bauch. Langsam lösen. Gegenbewegung machen wir es jetzt ein bisschen einfach. Hier auf die Fersen sitzen, schön nach vorne einrollen, Arme weit nach vorne schieben und auch wieder 5 Atemzüge. So, die ist schön einfach. Jetzt gehen wir nochmal nach hinten wieder in den Chest rein. Anlehnen, Hüfte schön nach vorne schieben. Und jetzt nehmen wir die Hände mal eng zusammen. Gehen mehr Richtung Latissimus, Teres Minor Major. Tief atmen. Versucht die Arme richtig weit nach hinten zu strecken. So, langsam lösen. Das ist also für mich absolut Basis. Aufrichtung Schultergürtel, Aufrichtung kompletter Körper. Das ist die Basis für eine gesunde Schulter. Also wenn ich das nicht mache, nicht den Körper insgesamt aufrichte, keine Chance, eine Schulter langfristig gesund zu kriegen. Wird immer wieder zur Einklemmung kommen. Sobald ich eben im Schultergürtel hier eine schlechte Haltung habe, kann die Funktion, gerade wenn ich über Kopf Kraft aufbringen will und sowas, keine Chance. Gegenbewegung sparen wir uns, die ist zu einfach. Wir gehen jetzt gleich nochmal rein. Übrigens, wenn ihr normalerweise hier arbeiten würdet, könntet ihr gut auch noch ein Gewicht in die Hände nehmen. Für den Einstieg reicht es ohne, aber als Steigerung kann man da gerne noch eine Kleinigkeit reinnehmen. Aber so 1-2 Kilo habe ich jetzt auch nichts Passendes da. Darum machen wir es noch einmal ohne. Wir gehen noch einmal in das V rein und gucken nochmal, dass wir hier große Brustmuskeln, tiefe Brustmuskeln, alles nochmal öffnen in der Kette. Also Hüfte nach vorne schieben, anlehnen. V hier rein,
Und nochmal 5 tiefe Atemzüge. Nochmal ganz bewusst versuchen, die oben reinzuatmen. Arme nochmal richtig weit nach hinten. Und langsam lösen. Also, das wichtigste Basisübung zum Aufrichten, Schultergürtel, Becken, Bauch, all das kriegen wir damit schon mal gelöst und ist die absolute Basis für eine gesunde Schulter. Wir gehen einmal in die Gegenbewegung, auch um den Rücken nochmal zu entlasten, Lumbalfaszie, Knie gestreckt, gerade nochmal schön weit nach vorne greifen, die Hände, auch wenn ihr es schafft, nicht auf dem Boden ablegen, schön weit nach vorne, dass ihr fast nach vorne umfallt und tief im Bauch einatmen. Mit dem Ausatmen weitergehen. Und langsam lösen, nach oben kommen. So, jetzt haben wir zweimal große Ketten gehabt, schön aufgerichtet, einmal hintere Kette mit dabei. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Details rein, Richtung Schulter. Wir haben verschiedene Bewegungsrichtungen, die für die Schulter wichtig sind. Eine Bewegungsrichtung ist natürlich diese Aufrichtung, die wir gerade hatten, einmal isoliert und einmal in der Kette. Dann ist sehr, sehr wichtig, wie beweglich ist meine Schulter hier. Also kann ich hier mich hinter den Kopf bewegen? Ist mein Teres Minor Major, mein Latissimus frei? Habe ich da eine gute Beweglichkeit? Das ist also eine der fundamentalen Geschichten. Wenn ihr schaut, jemand, der ein Schulterproblem hat und ihr versucht dieses Bewegungsmuster, dann sieht das meistens irgendwo so aus, dass ich hier gar nicht nach oben komme und den Arm gar nicht rüberkriege. Im Idealfall machen wir diese Übungen an der Sprossenwand mit Bändern, mit starren Bändern, um da zu arbeiten. Man kann das aber sehr schön improvisieren, diese Lateralflexion und diese seitliche Bewegung mit dem Stab wieder. Wir haben es schon mal die Tage gemacht. Ich weiß nicht, ob es letzten Sonntag war oder am Mittwoch. Auf jeden Fall diese Lateralflexion mit dem Stab ersetzt es ganz gut. Da komme ich ganz gut rein. Wichtig wieder, wir arbeiten nicht nur lokal mit dem Arm, sondern wir nehmen die ganze Kette mit dazu, weil einfach diese laterale Kette über den Quadratus lumborum in den Tractus rein und so weiter da eine Rolle spielt. Also immer versuchen, in großen Ketten zu arbeiten, wo es eben funktioniert. Ganz einfach, ihr greift den Stab, ich mache es mal hier von der Seite, dass ihr ein bisschen sehen könnt, wie der Arm sein soll. Stab nach oben und jetzt zieht ihr euch den Arm hier wirklich möglichst gestreckt hinter den Kopf sozusagen. Von vorne sieht es dann so aus, ja? Von der Seite sieht das so aus. Und dann, wenn ihr diesen Arm hier so in der Position habt, hier ist Zug nach unten, jetzt schiebt ihr die Hüfte zur Seite raus und wir gehen hier seitlich rein. Ja? Versucht oben den Ellenbogen immer wieder durchzustrecken. Und 5 Atemzüge. Langsam lösen. Versucht wirklich hier in die Rippen reinzuatmen, das Volumen, auch das Atemvolumen wieder zu vergrößern. Und wirklich Wirkung auf die ganze Kette zu haben. So, wir machen die andere Seite. Arm nach oben. Arme nach oben. Jetzt wieder Arm hier hinter den Kopf ziehen. Wirklich maximal hier rein. Ja, Ellenbogen oben möglichst strecken. Der Zug hier geht nach unten. Dann Hüfte rausschieben. Hier nach unten kommen. Und wieder 5 Atemzüge. Langsam lösen. Also ihr merkt, ich selber bin auch immer am Korrigieren oben. Umso mehr ihr es schafft, den Arm durchzustrecken oben, umso mehr wird der Zug auch hier im Latissimus teres minor major Bereich ankommen. Und das ist das, was wir für die Schulter wollen. Also wir haben natürlich bei der Übung hier unten sehr viel Länge drin. Das ist gut für Rückenbeschwerden und so weiter. Aber gerade für die Schulter ist eben sehr wichtig, den Arm nochmal so richtig durchzudrücken oben. Also bei der nächsten Wiederholung achtet mal drauf, dass ihr wirklich den Arm oben maximal durchdrückt, um da nochmal so richtig tief in diese Lateral, also in diese Latissimus-Muskulatur reinzukommen.
Ansonsten versucht wirklich hier oben reinzuatmen. Das öffnet nochmal zusätzlich. Einfach sehr, sehr effektive, schöne Übung. So, Arm nach oben, hinter den Kopf, Ellenbogen durchstrecken, richtig durchdrücken, komplett hier rüber zur Seite, Ellenbogen oben immer wieder durchstrecken und tief atmen. Übrigens von der Seite sieht das so aus, fast wie eine Linie, seht ihr? Langsam lösen. Andere Seite. Schaut nochmal hier. Richtig hier langziehen. Ne? Versucht wirklich den Arm weit hinter den Kopf zu kriegen. Ranziehen. Ellenbogen oben strecken. Hüfte rausschieben. Weit nach unten ziehen. Und langsam lösen. Sehr gut. Jetzt haben wir diese Lateralflexion gemacht. Ihr merkt auch schon, wenn ihr mal reinfühlt jetzt, Schultern werden schon ein bisschen lockerer. Gerade für alle Kraftsportler, alle, die viel trainieren, ne? Also viel Latzug machen, viel Rudern machen, diese Übung absolut fundamental. Und wie gesagt, wenn ihr normalerweise eine Sprossenwand oder sowas habt oder auch mal einen TRX-Trainer oder sowas reinhängen, richtigen ganzen Körpergewicht, den Arm rausziehen lassen, sehr, sehr schöne Übung. Übrigens noch ein kleiner Fact für euch. Wenn wir vorhin den Chest gemacht haben oder auch eine Rückwärtsbewegung machen, wenn wir das Kinn auf die Brust nehmen, hat auch den Vorteil, dass wir hier hinten lang machen. Und die Spirallinie geht nämlich Traktus, diagonale Bauchmuskulatur, Serratus anterior, Schulterblatt und endet dann hier oben im Levator Scapulae. Das heißt, wenn ich da wirklich Bewegung reinkriegen will, muss ich eben auch das Kinn hier vorne auf die Brust nehmen, um jetzt die gesamte Spirallinie bis ans Ende der Kette eben auch lang zu kriegen. Ja, gerade auch für Nackenprobleme, sehr, sehr wichtig. Gut, Lateralflexion soweit durch. Wir haben also vorne Schulter geöffnet, wir haben die großen Ketten geöffnet, wir haben die seitliche Kette geöffnet mit Schwerpunkt Latissimus teres minor major, also auch die ersten Anteile der Rotatorenmanschette. Wenn wir jetzt weitergehen in der Rotatorenmanschette, dann landen wir sehr, sehr schnell bei der Innen- und Außenrotation der Schulter. Außenrotation ist sehr, sehr wichtig für die Innenrotatoren sozusagen. Also wir haben hier den Subscapularis in der Tiefe drin hier im Schulterblatt. Diese Strukturen sind extrem wichtig, weil sie unsere Gleitebene darstellen. Also nehme ich den Arm nach oben, muss mein Schulterblatt sich mitbewegen. Das kann es eben nur gut tun, wenn die Gleitebene zwischen Serratus anterior, dieser Sägezahnmuskel auf den Rippen und diese Muskelfläche unterm Schulterblatt sozusagen gut aufeinander gleiten. Dann funktioniert die Schulter gut. Und um die ein bisschen weicher zu kriegen oder diesen Subscapularis weicher zu kriegen, eben dieser Muskel, der auf dem Schulterblatt hängt, müssen wir die Außenrotation beüben. Das macht ihr folgendermaßen mit dem Stab, ist eine Übung aus dem Gewichtheben, ist jetzt nichts, was ich erfunden habe. Ihr nehmt diesen Stab, legt euch den hier an den Ellenbogen ran, greift mit der anderen Hand und jetzt bewegen wir hier eine Außenrotation rein. Ja, also ihr zieht hier unten quasi und geht hier rein. Das Ganze ist jetzt so, geht ruhig schon mal rein, wir halten die gleich schon mal, ich erkläre nebenher ein bisschen. Ihr dürft gerne tief atmen. Die Geschichte hier ist jetzt, die fühlt sich sehr, sehr unangenehm an. Ihr merkt also schon, dass da was passiert und viel Zug drauf ist, aber sie reizt die Schulter nicht. Also auch wenn ich akuten Schleimbeutelthema habe oder sowas, kann ich diese Übung so machen. Wir wechseln mal die Seite. Nochmal das Gleiche, ich mache es nochmal von nah. Nehmen, ran an den Ellenbogen, greifen. Und dann ziehen wir hier nach außen. Ja, wir fangen in dieser vorderen Position an, also Ellenbogen zeigt jetzt nach vorne, Arm nach außen und damit kriegen wir eben den Subscapularis weich. Die Gewichtheber machen das übrigens um eine Frontkniebeuge, also wenn ich vor dem Körper auf dem Schlüsselbein oder vorm Schlüsselbein die Langhantel ablegen möchte und die Hände rankriegen möchte, dann brauche ich hier eine gute Beweglichkeit. Sehr gut, langsam lösen. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit rechts. Wieder ran an Ellenbogen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter hier nach außen und machen das gleiche Spiel nochmal. Ne? Von der Seite sieht das dann so aus. Einfach die Position ein bisschen verändern. Die unter euch, die das jetzt als sehr, sehr, sehr schmerzhaft empfinden, ist es eigentlich nur ein Zeichen, dass ihr in den Außenrotatoren, also Supraspinatus, Infraspinatus und so weiter, auf der Rückseite, auf dem Schulterblatt, sehr viel Spannung habt.
Und dann ist das hier extrem unangenehm. Langsam lösen. Andere Seite. Ne? Im Idealfall auch hier wieder atmen. Und auch mit dem Ausatmen wieder weiter rein. Ich quatsche nur ein bisschen viel, aber ihr könnt gerne atmen. Sieht so aus. Ne? Ihr seht, zum Ausatmen komme ich immer ein Stückchen weiter. Ja, also verschiedene Positionen hier durchgehen. Ihr könnt auch Zwischenpositionen nehmen. Ne? Einfach immer wieder mal so ein bisschen, wenn ihr das für euch macht, verschiedene Positionen hier durcharbeiten und die Außenrotation verbessern. Das geht also jetzt auf den Subscapularis hier, Gleitebene, macht die freier. Sehr, sehr schöne Übung. Einfache Übung. Gehört für mich in jedes Schultertraining rein. Also immer, wenn ich Schulter mobilisiere, Außenrotation mit dabei. Jetzt geht es Richtung Innenrotation, also die Gegenbewegung dazu. Dafür braucht ihr euer Handtuch. Die Geschichte ist jetzt die, wenn ich hier meinen Arm nach hinten nehme, dann passiert Folgendes, dass mein Oberarmkopf hier nach vorne rotiert. Also ich bekomme so eine Rotation im Oberarmknochen und dadurch wickel ich mir die Rückseite, diese ganze Rotatorenmanschette um den Oberarmkopf rum und kriege dadurch eine Länge hier hinten in meine Rotatorenmanschette rein. Das ist für mich eine der wichtigsten Übungen für eine gesunde Schulter. Also, wenn jemand ein Schulterproblem hat, dann seht ihr auch sehr oft, dass sie nur noch bis hier kommen oder da sehr eingeschränkt sind in der Beweglichkeit. Und wenn ich da eben einigermaßen gesund bin, dann kann ich eben auch hier hinter meinem Rücken die Arme verschränken und hier sogar zugreifen. Und es ist auch keine Ausrede, wenn man sagt, ja, ich mache halt mein Krafttraining und so weiter. Ja, dadurch verkürze ich eher, aber ich muss eben regelmäßig Beweglichkeit trainieren, damit die Schultern trotzdem beweglich und frei bleiben. Dann werden die auch schmerzfrei bleiben. Üben könnt ihr das jetzt folgendermaßen. Machen wir jetzt zusammen. Ihr werft das Handtuch hinter den Rücken, greift mit der anderen Hand, ganz egal, wo ihr hinkommt, und zieht euch jetzt mit der anderen Hand die hier nach oben, so weit wie es geht. Wenn wir das Ganze von vorne betrachten, dann versucht mal hier mit dem Arm am Körper dran zu bleiben, wird manchen von euch am Anfang schwerfallen, und versucht mal hier vom Schultergürtel den eher nach hinten zu ziehen und aufrecht zu bleiben. Ja, das ist also hier jetzt die Aufgabe. So, wir werfen das hinten runter, greifen und ihr zieht euch den unteren Arm so weit es geht nach oben. Ja? Aufrichten, Arm dran lassen und wir bleiben wieder 5 Atemzüge hier drin. Immer wieder mit dem Ausatmen nachziehen. Immer wieder aufrichten. Viele von euch werden jetzt ziemlich aggressiv hier vorne den Schmerz empfinden, da wo nämlich die Rotatorenmanschette ansetzt. Aber auch hier wieder sehr, sehr unangenehme Übung, wenn ich da ein Problem habe, aber sie reizt die Strukturen nicht. Kann ich also auch mit einer akuten Schulter machen, so wie es eben geht. Wir wechseln die Seite, greifen wieder. Übrigens ganz, ganz typisch hier auch, dass also wenn ihr Rechtshänder seid, dann geht normalerweise die rechte Seite einen Ticken schlechter. Das ist auch ganz normal. Die Seite, die ich mehr benutze, mehr beanspruche, mehr Kraft drauf kommt, die ist meistens etwas eingeschränkter. Also, ihr zieht euch hier die Hand wieder nach oben, so weit wie es geht. Ihr versucht mit dem Arm hier am Körper dran zu bleiben, versucht den Schultergürtel aufzurichten, soweit es geht, und wir machen 5 Atemzüge. Langsam lösen. Wir gehen nochmal zur ersten Seite. Achtet nochmal drauf, könnt zwischendurch ein bisschen ausschütteln. Achtet nochmal drauf, den Arm an Körper ranzukriegen, so weit wie es geht. Hand so weit wie möglich hochzuziehen. Schultergürtel so aufrecht wie möglich. Und wir gehen nochmal ran. Tief atmen. Langsam lösen. Wechseln die Seite noch einmal. Zack. Ne, die hatten wir gerade andersrum. Selber schon ein bisschen verpeilt. So, nochmal richtig schön. Hand nach oben ziehen. Schultergürtel aufrecht. Und nochmal 5 Atemzüge.
Und langsam lösen. Okay. So, für die Rückseite der Rotatorenmanschette gibt es noch eine sehr gute Übung. Die will ich mit euch gleich hinten anhängen. Die ist für mich eine der wichtigsten. Die kann man auch unterm Tag immer wieder mal machen. Wenn ihr besser werdet, kann man auch eben mit der anderen Hand arbeiten. Man kann mal irgendwo sich hinten an der Stuhllehne oder so festhalten, sich so ein bisschen reinhängen. Also wenn ich ein Schulterthema habe, ist das eine der Kernübungen, um die Schulter freier zu kriegen. Also das solltet ihr auf jeden Fall möglichst regelmäßig einbauen. Und gerade die Pumper unter euch, wenn ich ein schweres Oberkörpertraining gemacht habe, Bankdrücken und so weiter, Schmerzen beim Bankdrücken und sowas habe, diese Übung super wichtig. So, die zweite Übung, die man für die Rückseite machen kann, geht folgendermaßen. Da nehmt ihr jetzt eure Matte auf den Boden. Wir legen uns nämlich kurz hin. Wer jetzt keine Matte hat, kann es auch auf dem Boden machen, geht die Welt auch nicht unter. Wir machen quasi jetzt diese Bewegung, dass wir den Arm hier vor den Körper nehmen. So kennt ihr die alle. Die bringt aber so relativ wenig, weil ich meiner Meinung nach zu wenig Zug drauf bekomme. Jetzt machen wir das Ganze auf dem Boden, dann ist es eine komplett andere Sache. Und zwar legt ihr euch auf den Bauch, nehmt den Arm unter den Körper hier, ja, versucht hier einigermaßen liegen zu bleiben. Der Arm liegt komplett auf dem Boden, den Arm nach vorne und jetzt versucht ihr wirklich liegen zu bleiben und hier Gewicht drauf zu geben. Und jetzt drücken wir den Arm in den Boden rein für die Aktivität und bleiben hier 5 Atemzüge. Beim Ausatmen mehr Druck drauf geben. Und dann löse. Ihr merkt also schon, super intensive Übung. Sehr, sehr viel Zug. Viele werden es auch vorne im Brustmuskel merken. Das täuscht aber. Also es geht wirklich um die Rückseite und da eine sehr, sehr wertvolle Übung. Wichtig ist dieser Druck im Boden rein, Aktivität in die Muskulatur. Dann haben wir viel mehr Effekt, wie wenn wir einfach nur passiv da liegen. Wir machen die andere Seite. Hier rein, Oberarm, Bizeps liegt quasi am Hals. Wenn es euch ganz schwer fällt, könnt ihr hier auch ein bisschen variieren mit dem Winkel, ein bisschen weiter nach oben, wenn es euch im Brustmuskel zu sehr wehtut. Aber versucht mal hier Bizeps auf Halshöhe, der Arm kommt wieder nach oben. Versucht hier einigermaßen liegen zu bleiben, hier Druck drauf geben, Druck im Boden rein und 5 Atemzüge. Beim Ausatmen mehr Druck drauf geben. Lösen. Wir gehen nochmal zur ersten Seite. Sehr, sehr effektive Übung. Würde ich euch immer empfehlen nach einem Krafttraining mit Schultern, Bankdrücken und so weiter. So, nochmal hier. Druck im Boden rein, den Arm weit nach vorne und wir atmen. Immer mehr Druck drauf geben. Nochmal die andere Seite, Arm weit nach oben, ja, schön Druck drauf geben, liegen bleiben und jetzt Druck drauf und atmen. Langsam lösen und wieder raus. Wir könnten natürlich deutlich mehr Wiederholungen machen. Ihr merkt aber schon, dass so ein Schultertraining, Beweglichkeitstraining für die Schulter sehr, sehr aufwendig ist, sehr, sehr viele Bewegungsrichtungen braucht und deshalb auch sehr zeitaufwendig ist. Trotzdem kann ich euch immer nur empfehlen, die Zeit, die ich hier beanspruche für so eine Schultergeschichte, lohnt sich sehr, weil ich bleibe einfach in den Schultern schmerzfrei und mobil. Kleine Zusatzaufgabe. Übrigens auch die wieder, auch viele von euch werden die als sehr aggressiv empfunden haben, sehr intensiv empfunden haben. Die kann ich machen, auch mit einem akuten Problem, weil ich eigentlich die Strukturen nicht reize, weil ich keine Enge unterm Schulterdach riskiere.
obwohl sich es eben super intensiv anfühlt. Kleine Zusatzaufgabe zu dieser Innenrotationsübung. Ich hatte es heute Morgen schon auf dem Foto. Für die Leute von euch, die es ein bisschen besser hinkriegen, könnt ihr gerade mal versuchen, versucht mal die Hände hinter dem Rücken zu verschränken. Ja, die Handflächen hier aufeinander. Von vorne sieht das dann so aus. Versucht hier euch aufzurichten. Und da merkt ihr jetzt schon, ich komme da relativ weit nach oben. Da brauche ich aber eine gute Schulterbeweglichkeit. Die könnt ihr trotzdem mal versuchen. Wer es von euch schafft, macht gerade noch mal mit. Ja, von hinten. Schön aufrichten. Werden viele von euch jetzt nicht geschafft haben, als kleine Aufgabe, die so nach und nach zu üben. Da merkt ihr einfach, wenn ihr das gut hinkriegt, dann ist die Schulter einfach schon mal schön beweglich. Wer mich kennt, weiß, ich mache auch sehr, sehr gerne schweres Krafttraining, schweres Bankdrücken und so weiter. Umso mobiler ich da bin, umso weniger Ärger werde ich in der Schulter einfach entwickeln während zum Training. Alles, was wir jetzt gemacht haben, war jetzt Rotatorenmanschette, Außen-Innen-Rotation. Wir haben alles freigemacht, die großen Brustmuskeln und so weiter freigemacht. Was auch noch eine große Rolle spielt bei Schulterproblemen, ist der Trizeps und ist der Bizeps. Die beiden bilden eine Schlinge um das Ellenbogengelenk, aber auch eine Schlinge ums Schultergelenk. Haben die zu viel Spannung, also gerade wenn ich sehr, sehr viel da Krafttraining mache und sowas, dann kann es auch dazu führen, dass der Oberarmkopf zu stark ins Schultergelenk reingedrückt wird. Dazu gibt es zwei Übungen, die man machen kann, die sehr effektiv sind. Jetzt kann man schauen, dass ihr mich an der Wand da noch seht. Einmal müssen wir den Trizeps langkriegen. Trizeps langkriegen ist immer das Problem, dass der Trizeps eben nicht nur im Ellenbogen wirkt, sondern eben auch in der Schulter. Das heißt, wir müssen beide Gelenke mit reinnehmen. Ganz ähnlich, wie wir das gerade hinterm Rücken hier gemacht haben im Handtuch, machen wir jetzt eine zweite Übung im Handtuch. Und zwar nehmt ihr euren Ellenbogen und lehnt euch hier gegen die Wand dagegen. Jetzt habe ich hier schon mal eine Öffnung im Schultergürtel. Und jetzt ziehe ich mit der anderen Hand hier den Arm nach unten. So, also ihr versucht maximal euch hier dagegen zu lehnen, hier zu öffnen, so stark wie es geht. Latissimus, teres minor major, Trizeps. Und jetzt ziehe ich mir mit dem Handtuch hier die Hand Richtung Schulter und kriege damit die Länge in Trizeps rein. Lösen, Gegenbewegung, also andere Seite, nicht Gegenbewegung, andere Seite dazu. Ellenbogen ran, ziehen uns die Hand nach unten, richtig schön öffnen hier und mit dem Ausatmen mehr Zug drauf. So, jetzt haben wir den Trizeps schon mal etwas länger gekriegt. Gegenbewegung dazu. Jetzt müssen wir im Bizeps rein. Bizeps auch gar nicht so einfach, da zweigelenkig. Gibt es zwei Übungen dafür. Wir beschränken uns jetzt mal auf eine. Ihr nehmt eure Hand, Finger sind richtig gespreizt, Finger zeigen nach unten. Dann geht ihr hier an die Wand ran. Wichtig ist, der Handteller muss komplett an der Wand anliegen. Die Finger müssen gespreizt sein und der Ellenbogen muss maximal durchgestreckt sein. Umso beweglicher ihr seid, umso weiter oben könnt ihr anfangen. Also ihr geht so weit ran, so weit nach oben an der Wand, dass der Handteller noch an der Hand bleibt, Ellenbogen gestreckt bleibt, aufrecht in der Schulter. So, gestreckter Ellenbogen und jetzt drehen wir uns hier auf. Und dann kriegt er den Zug komplett über den Arm bis in den Bizeps rein. Super intensiv, aber auch hier wieder keine Reizung für die Schulter. Finger spreizen, maximal. Finger zeigen nach unten, also dadurch machen wir eine Außenrotation in der Schulter. Ihr geht so weit nach oben, wie ihr den Handteller gut an die Wand ranbringt. Wir öffnen hier komplett und atmen. Ellenbogen schön durchstrecken.
Ihr könnt versuchen, noch mit den Fingern in die Wand reinzugreifen. Dadurch erhöhen wir die Aktivität. Jetzt gehen wir nochmal in Trizeps ran. Hier schön greifen. Hinten runter, dann hier schön an die Wand ran. Maximal öffnen, hier wirklich mit Druck Schulter öffnen und wir ziehen den Arm nach unten, die Hand nach unten Richtung Schulter über den zweiten Arm. Mit dem Ausatmen mehr Gewicht auf die Schulter geben. Langsam lösen, wechseln die Seite, andere Seite Trizeps. So, mit dem Ellenbogen an die Wand, schön Druck drauf geben und wir ziehen hier die Hand nach unten und tiefe Atemzüge. Mit dem Ausatmen mehr Druck. Immer wieder die Hand weiterziehen. Langsam lösen und wir gehen nochmal Richtung Bizeps. Finger spreizen, schön nach unten mit den Fingern, an die Wand ran. Ihr könnt versuchen, jetzt einen Ticken höher zu kommen. Dann Ellenbogen strecken, versucht mal mit den Händen in die Wand reinzugreifen und wir öffnen uns hier. Das muss sich super massiv anfühlen. Finger zeigen immer noch nach unten. Und langsam lösen. Wechseln die Seite. Wichtig, Handteller bleibt immer an der Wand dran. Finger zeigen nach unten, Ellenbogen sind gestreckt. Wir öffnen uns und atmen. Und langsam lösen. Also auch hier wieder könnten wir ein paar Wiederholungen mehr vertragen, aber es wird einfach insgesamt sehr, sehr lang. Also auch Bizeps und Trizeps sind super wichtig, um eine gesunde Schulter zu haben. Bei der Schulter ist es ein bisschen auch so, ich versuche da gar nicht bei den Leuten riesig rauszufinden, welche Struktur jetzt das Thema ist, sondern ich versuche wirklich all diese Übungen einzubauen. Versucht in euer Training mal so einmal die Woche, zweimal die Woche, gerade nach schweren Oberkörpertrainings auf jeden Fall komplett einzubauen. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Halsbereich und man kann Hals und Schulter nie voneinander trennen. Also wenn ich versuche, ein Nackenproblem zu lösen, ohne die großen Ketten, ohne Schultergürtel was zu verändern, keine Chance aus meiner Sicht. Andersrum genauso, habe ich zu viel Spannung in den tiefen Halsmuskeln, zum Beispiel in Scaleni hier seitlich, werde ich immer wieder einen Schulterschmerz kriegen, wenn der Nacken eben nicht frei ist. Das heißt, wir müssen immer die Halsbeweglichkeit mit einbauen zu einem Schulterprogramm. Dazu braucht ihr ein schweres Gewicht. Ich habe jetzt hier 6 Kilo, das ist in Wahrheit natürlich viel, viel, viel zu leicht für mich. Ich arbeite normalerweise mit einer Kettlebell irgendwo um die 30 Kilo. Für viele von euch reicht sowas, wenn ihr jetzt gerade am Anfang seid mit der Übung, aber versucht da nach und nach zu steigern. Ganz, ganz wichtig, dieses Gewicht ist für mich der Hauptfaktor, dass eine Nackenübung oder eine Halsbeweglichkeitsübung aktiv wird und durch das Aktiv auch effektiv wird. Also wenn ich meinen Hals einfach nur lang ziehe, ohne ein Gewicht in der Hand, passiert in der Muskulatur nicht viel. Und ich brauche eben diesen Zug nach unten im Schultergürtel, dass auch die ganzen Nackenmuskeln aktiv werden, nämlich hier Haltearbeit machen mit dem Gewicht. Und erst dann wird es sozusagen effektiv. Beim Hals gibt es verschiedene Richtungen, die ich einbauen kann. Also die erste ist einmal, dass ich Gewicht hinter den Rücken nehme. Und wirklich einfach mal Kinn auf die Brust, also versuche mit dem Kinn zwischen Schlüsselbein zu kommen. Das ist mal meine erste Übung, die sich immer lohnt zu machen. Die machen wir jetzt gerade einmal zusammen. Auch hier natürlich das Gewicht für mich viel zu leicht, aber wir müssen jetzt halt ein bisschen improvisieren. Versucht euch da nach und nach zu steigern. Also Gewicht hinter den Rücken, hinten die Schultern schön nach hinten unten, Kinn auf die Brust und 5 Atemzüge.
immer wieder nachziehen. Und langsam lösen. Habe ich ein akutes Nackenproblem, ist die nach vorne die praktikabelste. Die kann ich immer machen, ohne Angst, ohne Risiko, ohne irgendwas. Die seitlichen Bewegungen, die wir jetzt machen, da muss ich mich vielleicht ein Stückchen ran trainieren. So, nehmt mal das Gewicht auf die eine Seite, Schulter nach unten ziehen lassen. Jetzt nehmt mal den Kopf so leicht zur Seite. Hier oben ist eigentlich mehr so eine Richtung vorgeben. Die Aktivität sollte von hier unten kommen. Und jetzt versucht mal in der Position, das Becken so ein bisschen vom Gewicht wegzubewegen. Kriegt ihr nochmal ein bisschen mehr Zug und wir bleiben hier 5 Atemzüge drin. Hier merkt ihr über die Atmung wieder ganz, ganz viel. Hier macht die Atmung so viel aus, weil Scaleni, Sternocleido, all diese Muskeln hier oben, Trapezius sind Einatem-Hilfsmuskeln. Und dadurch, dass das Gewicht uns jetzt nach unten zieht, wie der Brustkorb auch eben sonst, werden diese Einatem-Hilfsmuskeln da mehr beansprucht in der Länge, also sehr, sehr effektiv, um da ein Training auch zu machen. Schaut mal, wenn ihr von der Seite guckt, wir machen die andere Seite, dann guckt mal, dass ihr hier einigermaßen aufrecht bleibt, dass ihr hier einigermaßen in der Linie bleibt und dann Kopf leicht zur Seite ziehen, Arm nach unten hängen lassen, nehmt die Hüfte ein bisschen weg und wir atmen nochmal 5-mal. Sehr schön. Wer ein Halsthema hat, kann die natürlich öfter machen. Wichtig ist nur, wenn ihr die am Anfang zu oft macht, könnt ihr auch einen Muskelkater im Hals bekommen, was dann super unangenehm ist zusätzlich zum Nackenproblem. Also langsam anfangen. Dritte Variante, also jede dieser Varianten würde sich normalerweise lohnen, 3-mal nacheinander zu machen, gerade wenn ich ein Nackenthema habe. Wir gehen ein bisschen schneller durch, weil ich schätze mal, wir sind von der Zeit schon wieder relativ lang hier unterwegs. Die dritte Variante ist jetzt so, ihr nehmt das Gewicht hier zur Seite, nehmt den Kopf zur Seite und schaut euch jetzt in die gegenüberliegende Hosentasche. Also wir bauen eine Rotation mit ein, plus die Lateralflexion und dadurch kriege ich, und eine Flexion hier auch, dadurch kriege ich einen sehr guten Zug hier hinten auf den Levator Scapulae, den ich vorhin beschrieben habe, der eben bei Nackenproblemen so der Hauptschmerzauslöser ist, sage ich jetzt mal. Also Kopf zur Seite, ihr schaut in die Hosentasche rein, nehmt euch hier oben wieder ganz leicht Zug, der Zug arbeitet nach unten, Hüfte weg vom Gewicht und wir atmen. Mit dem Ausatmen mehr reinziehen. Und langsam lösen. Andere Seite. Also, Gewicht arbeitet nach unten. Ihr nehmt den Kopf leicht zur Seite, schaut in die gegenüberliegende Hosentasche rein. Zug muss hier hinten spürbar sein. Hier oben ein bisschen mehr Zug geben. Gewicht weg von der Hüfte weg vom Gewicht und wir atmen. Und langsam lösen. Also, lass mal ein grobes Schulter-Nackenprogramm. Wir haben also Hals beweglich gemacht, wir haben uns aufgerichtet, wir haben die großen Ketten mit beansprucht, wir haben Innen-Außen-Rotation gemacht, wir haben die ganze Beweglichkeit des Schultergürtels in allen Richtungen mal frei gemacht. Ihr solltet euch jetzt im Idealfall ganz gut fühlen, relativ frei fühlen vom Schultergürtel. Wie gesagt, Schulter ist relativ aufwendig, aber für mich auch eine der gnädigsten Bereiche, weil die meisten Schulterschmerzen haben wirklich muskuläre Ursachen, Spannungsursachen und zwar nicht im Sinne von zu schwach,
sondern zu viel Spannung drin, zu unbeweglich. Und diese Übungen regelmäßig in mein Programm eingebaut, können aus meiner Erfahrung fast alle Schulterprobleme lösen. Das Schöne ist auch, die Schultergelenkflächen sind so klein, dass eigentlich Arthrosen in den Schultern und so weiter eigentlich nie wirklich die Ursachen sind für meine Probleme in der Schulter, sondern meistens eben diese Spannungsverhältnisse. Also geht daran, es lohnt sich, regelmäßig diese Übung einzubauen. Ihr könnt das Video hier natürlich öfter anschauen, so oft ihr wollt, es bleibt online. Ich habe aber auch eine Vielzahl von anderen Schulterübungen, wo ich auch noch ein bisschen mehr anatomisch und sowas erkläre. Ich glaube, da gab es mal einen relativ alten Teil 1 bis 4. Schaut da gerne nochmal rein. Macht euch da nochmal schlau, wenn es euch betrifft. Und ansonsten die gelernten Übungen von heute nach und nach einbauen und mit in die Übung, ja, die Übungen mit einbauen in euren Alltag im Training. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr mittrainiert habt, postet gerne mal ein Bild von euch. Irgendwie freue ich mich drüber. Und ansonsten sehen wir uns Mittwoch wieder. Mittwoch werden wir ein paar Übungen machen zum Thema Homeoffice. Also was kann ich so in meinem Alltag mal kurz einbauen aus dem Sitzen raus, um beweglich zu bleiben und vor allem schmerzfrei zu bleiben. Ich danke euch fürs Mitmachen. Bleibt gesund, bleibt beweglich, bleibt geschmeidig und ich freue mich auf Mittwoch. Wie gesagt, solange die Krise anhält, machen wir hier Wohnzimmertraining. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.